house music all night long. YouTube-Freunde, liebe GPC-Gemeinde, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Channel. Heute das versprochene, ausführliche Review der Tippmann Arms M4 Carbine. An dieser Stelle erst einmal meinen ganz recht herzlichen Dank an unseren Sponsor, den Damage Jagd Sport und Outdoor, der uns diese tolle Testwaffe zur Verfügung gestellt hat. Die Waffe wird in diesem Karton geliefert und da schauen wir jetzt mal rein. Ja, mit dabei haben wir hier so ein bisschen Werbung, was es noch an Zubehör gibt für diese hervorragende Waffe, Magazine, HPA-Flaschen etc. Dann haben wir die Bedienungsanleitung, die ist dreisprachig, in Englisch, in Französisch sowie in Español. Leider nicht in Deutsch, aber das erkläre ich euch jetzt alles im Anschluss. Dann haben wir hier noch ein paar Warnhinweise. Ja, gut. Brauchen wir auch nicht. Gut, neben der Waffe haben wir hier das Magazin. Ich habe euch das am Anfang schon eingeblendet. Das Magazin fest neben der CO2-Kapsel 90 BBs. Dann haben wir hier einen kleinen Beutel mit einigen Accessoires. Wir haben hier also da vorne einige Rails, die wir noch zusätzlich anbauen können. Wir haben hier so einen kleinen Schlauch hier mit Silikonöl. Dann noch so eine Dichtungsmasse. Und das hier ist quasi, das sind die beiden Teile, die wir halt brauchen, um die Waffe auf HPA umzubauen. Und natürlich dieses Ventil, um den Mamba-Schlauch anzuschließen. Verschiedene Schrauben noch. Ja, dann gab es hier noch dieses Werkzeug, welches wir brauchen, um hier vorn die ganze Geschichte zu demontieren, um den Lauf zu demontieren und so weiter und so fort. Da haben wir das gute Stück in voller Pracht. Holen wir es mal ein bisschen dichter an die Kamera. Ich habe euch ja schon vor 2 Tagen mal kurz mal die Waffe vorgestellt, aber jetzt schauen wir uns die mal ganz genau an. Ja, hier haben wir die Markings schön tief eingelassen. Tippmann M4 Carbine, Kaliber 6 mm. Tippmann Arms, Fort Wayne in USA. Dann haben wir hier den Feuerwahlhebel, der leider in der BRD nicht funktioniert. Das wäre die Position Safe, Semi und dies wäre Full Auto, hätten wir hier nicht das F-Modell. Ja, der gesamte Body ist hier aus Vollmetall, genauer gesagt Aluminium. Wir haben hier das Griffstück, das ist glasfaserverstärktes Polymer. Wir haben hier die Stock, die wir in mehreren Positionen einstellen können, je nachdem. Das Ganze hier ist auch aus Metall. Hier vorn die diversen Picatinny-Rails. Hier haben wir das Flip-Up-Visier für vorn und für hinten. Der Lauf
auch aus Metall. Wir haben hier ein 14 Zoll Negativgewinde, sodass wir hier sämtliche üblichen Schalldämpfer, Tracer etc. anbauen können. Hier haben wir noch ja, die Möglichkeit, einen Gewehrgurt anzubringen, quasi hier und auch hier hinten, sowie auch hier quasi an der Schulterstütze. So, dann möchte ich noch mal ganz kurz auf den Importeurstempel hinweisen. Der befindet sich hier oben auf der Rail. Ich versuche mal, dass die Kamera das einfängt. Max S und das F im Fünfeck. Maxport ist hier der Importeur für Deutschland. Ja, das ist sehr dezent gemacht. Da muss man dreimal hingucken, um das zu sehen. Finde ich sehr schön. Das verschandet das Ganze auch nicht. Und das ist sehr gut gelöst. Ja, das System selber ist wirklich absolut innovativ. Das muss man wirklich sagen. Da hat Tippmann sich was einfallen lassen. Tippmann ist ja seit Jahren im Paintball-Segment wirklich eine Hausnummer, das muss man sagen. Und jetzt versucht man natürlich mit diesem herrlichen Gewehr in der Airsoft-Liga Fuß zu fassen. Hier haben wir noch ein paar Warnhinweise auf der rechten Seite. Der Magazin-Auswurfknopf befindet sich auch auf der rechten Seite. Ja, also das ist wirklich eine super geile Verarbeitung. Das muss ich echt sagen. Die Waffe hat ein, sagen wir mal, neues System. Die funktioniert mit CO2 sowie auch mit HPA. Wir haben also standardmäßig ein Magazin, welches eine 12 Gramm CO2-Kapsel bekommt. Das schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen von der Nähe oder aus der Nähe an. Ja, die CO2-Kapsel befindet sich im Magazin. Ich habe hier schon eine angestochene drin, einfach um das mal zu zeigen. Die BBs werden hier vorn eingefüllt. 90 Stück passen rein, laut Herstellerangabe. Und das Magazin ist so konzipiert, dass die CO2-Kapsel hier wirklich schön fixiert ist. Also wir können die CO2-Kapsel nicht ohne weiteres so rausziehen. Man muss diesen Knopf hier gedrückt halten und dann kann man die CO2-Kapsel entfernen. Also die ist hier richtig schön fest drin. Ja? CO2-Kapsel wird quasi eingelegt in das Magazin, nachdem die BBs beladen sind. Und dann wird die Kapsel erst angestochen, sobald ich das Magazin in die Waffe klicke. Das ist eine richtig coole Sache. Jetzt gibt es natürlich einige Leute, die sagen, ja, boah, ich kann das Magazin ja zwischenzeitlich gar nicht rausnehmen, weil da ist ja die CO2-Kapsel, die steht unter Druck. Ja gut, warum sollte ich ein volles Magazin aus der Waffe entfernen? Macht für mich keinen Sinn. Wenn die CO2-Kapsel leer ist, dann ist auch die Munition quasi verschossen. Ich habe also eine CO2-Kapsel, die genau für eine Magazinfüllung reicht. Und das passt doch. Also ich finde das gut. Ich finde das richtig cool gelöst, das Ganze. Ja, wir haben hier den Durchladehebel und der Abzug, richtig schön. Man hat hier einen richtig geilen, guten Druckpunkt, der ist auch gut fühlbar. Wir haben ein richtig starkes Blowback, das ist richtig klasse. Ich vergleiche die Waffe immer gerne mit meinem TM4 T4E, was sich bereits schon seit 2 Jahren in meiner Sammlung befindet. Die Waffe sieht so ähnlich aus und ist qualitativ, ja, doch schon in diese Richtung einzuordnen wie das TM4. Also finde ich sehr gut gelöst, denn eigentlich ist es ja ein Paintball-Markierer von Hause aus, ne, der jetzt einfach nur ein kleineres Kaliber bekommen hat. Ja, was gibt es hier noch sonst noch zu sagen? Also wir können uns hier jetzt quasi noch ja, ein AOTech etc. draufbauen. Quasi oder halt ein anderes Red Dot, ganz so wie wir das möchten. Wobei ich das mit diesen Flip-Up-Visieren hier richtig gut gelöst finde. Also das ist eine, ja, eine schöne Sache eigentlich. Und wir werden mal gucken, wie genau die Waffe ist. Das sehen wir nachher im Schusstest. So, jetzt kommen wir noch mal zu diesem HPA-Umbau, den ich vorhin schon angeschnitten habe. Also es ist wie gesagt möglich, die Waffe mit HPA zu betreiben. Und dazu muss einiges umgebaut werden im Inneren. Wir können ja die Waffe genauso zerlegen wie das Original. Wir haben hier also ein Bolzensystem, das drücken wir raus. Dann kann man diesen Bolzenstückchen ziehen, der bleibt dann hier in dieser Position. Und dann können wir das Ganze einfach umklappen. Und dieser Bereich hier muss dann ausgetauscht werden. Hier kommen dann quasi die Bauteile, die jetzt hier noch Beilagen rein für das HPA-System. Und dann müssen wir hier unten diese Sechskantschraube, diese Imbusschraube rausdrehen. Dort kommt dann
der Fülladapter praktisch dran, also dieser Einfüllstutzen für diesen Mamba-Schlauch. Und wenn wir das System auf HPA umgebaut haben, dann haben wir den Vorteil, auch ganz normale Airsoft-Magazine aus dem AEG-Bereich zu verwenden. Der Hersteller verweist hier auf eine Kompatibilität. Und zwar sagt der Hersteller, es ist möglich, AEG-Magazine der Firma Matrix, G&G sowie Tokyo Marui und andere kompatible M4, M16 AEG-Magazine im HPA-Betrieb zu verwenden. Wenn wir die Waffe schon mal aufgeklappt haben, haben wir hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Dies hier ist zum Beispiel die Schraube, die wir mit einem sehr kleinen Imbus quasi einstellen können. Da wird die Feuerrate der Waffe eingestellt. Nun haben wir hier leider kein Full Auto, aber nichtsdestotrotz lässt sich die Feuerrate hiermit regulieren. Wenn wir das jetzt ein bisschen drehen, genau hier, diesem kleinen Loch, befindet sich eine weitere Imbusschraube, über die wir die Energie einstellen können. Die Energie lässt sich hier stufenlos regulieren von 0,7 bis 2,5 Joule. Also je nachdem, ob ich damit aufs Feld ziehen möchte oder ob ich mit ein bisschen plinken möchte, ein bisschen mehr Energie brauche, stelle ich mir das hier ganz bequem über diese Schraube ein. Dann gibt es noch eine weitere Stellschraube, und zwar um das Hop-Up einzustellen. Und das befindet sich hier. Hier haben wir eine kleine Sechskantschraube, womit sich das Hop-Up stufenlos regulieren lässt. Also nach oben oder nach unten, je nachdem, wie wir das brauchen. Ja, das ist eigentlich im Grund alles, was so noch zu sagen wäre zu den technischen Daten der Waffe. Ich habe das ja, wie gesagt, am Anfang alles schon mal eingeblendet. Ganz wichtig noch vielleicht zu erwähnen, wir haben hier bei dieser Waffe ein geschlossenes System, was das Eindringen von Schmutz nahezu verhindert. Und zwar handelt es sich hier um das Tippmann 98 System, welches im Großen und Ganzen wartungsfrei ist. Die Waffe ist nach dem MIL-Spec-Standard entwickelt worden, wird auch von US-Streitkräften zu Trainingszwecken benutzt, weil sie dem Original, quasi dem scharfen Modell, in nichts nachsteht. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen über zum Schusstest und dazu gehen wir wieder in den Keller und ich sage bis gleich. So, ich zeige euch jetzt erstmal die Beladung der Magazine oder des Magazins, ne? Also CO2-Kapsel kommt ja in das Magazin, sowie auch die BBs. Das Ganze hier ist federbelastet. Der Hersteller sagt, es passen 90 BBs rein. Ich habe die Information, dass 80 reinpassen. Lässt sich schwer mitzählen. Müssen wir mal gucken. Ich probiere es einfach mal. Ich nehme jetzt hier meinen Speedloader. Der ist voll mit 0,20 Gramm BBs. Naja, wir versuchen es mal mitzuzählen, aber ich glaube, das wird nichts. Mal sehen. Die wollte schon nicht mehr. So, dann kommt die CO2-Kapsel hier rein. Und das Ganze ist hier, wie gesagt, so konzipiert, dass die CO2-Kapsel auch wirklich fest im Magazin sitzt. Ja, wenn man die also wieder raus haben will, dann muss man diesen Knopf hier reindrücken und dann kommt die wieder raus. Also die hält richtig bombenfest da drin. Wir machen jetzt hier oben wie immer ein bisschen Silikon auf die CO2-Kapsel drauf. So, dann müssen wir das Gewehr aufklappen und dann soll hier auf das Ventil auch noch ein bisschen Silikonöl drauf. Machen wir natürlich auch. So. Gut. Dann tun wir das Magazin rein und es zischt nichts. Die Kapsel ist angestochen. Da filme ich euch jetzt erstmal die Ansicht,
auf dieser Seite praktisch. Und dann machen wir noch einen richtigen Schusstest, nur damit ihr mal seht, damit wir vielleicht mal mitzählen können, wie viele Schuss das jetzt sind, die da im Magazin sich befinden. Schauen wir einfach mal. Und los geht's. Wären jetzt 80. So, und ihr seht, da war jetzt noch eine BB im Magazin. Die Kapsel ist leer, alle BBs verschossen. Es dampft jetzt noch ein bisschen, aber eine CO2-Kapsel reicht für eine Magazinfüllung, so wie der Hersteller das angibt. Das ist okay. Ja, und das passt. Ja, bin ich jetzt mal gespannt, wie präzise die Waffe ist. Natürlich wollen wir heute auch wieder ein bisschen was zu Bruch bringen, ein bisschen was kaputt schießen. Ich habe jetzt hier erstmal eine ziemlich dicke Whiskyflasche hingestellt und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir da mit 0,86 Gramm Stahlkugeln drauf ballern. Ja, ich werde noch ein paar andere Sachen hinstellen, noch ein paar andere Glasflaschen. Also ein bisschen was kaputt schießen, das gehört einfach dazu, finde ich. Und los geht's.
Ja, soweit der Schusstest der wunderbaren M4 Carbine von Tippmann. Ein richtig geiles Gewehr. Ich bin immer noch total fasziniert davon. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke mir mal, auch wenn der Preis ein bisschen höher liegt, ihr bekommt eine Vollmetallwaffe, die dem Original quasi 1:1 nachempfunden ist. Die Waffe passt. Schnelle Schussfolge ist möglich, obwohl wir dieses dämliche Gesetz haben, was uns leider das Full Auto hier verwehrt in der BRD. Aber wir können trotzdem wirklich schnelle Schussfolge mit dem Gewehr erzielen. Das geht ratzifatzi. Ich habe das Gewehr jetzt quasi out of the box geschossen. Einfach nur Magazin rein, 0,20er BBs auf die Scheibe, 7 Meter nicht aufgelegt, freistehend. Das hat gepasst. Auch das Plinken mit den 0,86 Gramm Stahl-BBs, wo wir die Flaschen weggepustet haben, das hat auch richtig viel Freude gemacht. Also, mir gefällt das Gewehr. Ich kann es euch empfehlen. Kauft es euch, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich denke mir mal, dass die Airsoft-Freunde hier in Deutschland auch Spaß an dem Gewehr finden werden, so wie das die Jungs in den USA schon eine ganze Weile haben. Das Ding ist echt eine Hausnummer, das passt. Ja, falls euch das Review gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, besucht unseren Damage Jagd Sport und Outdoor, dort könnt ihr dieses wunderbare Gewehr unter anderem beziehen. Und meine Partnerkanäle bitte nicht vergessen, auch mal zu besuchen, sowie auch unser Forum mal ansteuern. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche mit hoffentlich besserem Wetter. Bleibt mir gesund und munter. Bis die Tage, euer Doc. Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir ein Pferd abnehmen. Das soll deine Belohnung sein.